Erftabgeordneter macht gemeinsame Sache mit russischen Geheimdienstmitarbeitern. Die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Krimhalbinsel durch Russland wird von der AfD ausdrücklich unterstützt. Das geht jetzt sogar so weit, dass ein AfD-Bundestagsabgeordneter in einem Wirtschaftsforum auf der Krim gemeinsame Sache mit russischen Geheimdienstmitarbeitern macht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier verstärkt sein Engagement auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Nach Recherchen von t-online.de und des ARD-Politikmagazins KONTRAST ist Frohnmeier nun Mitglied des Organisationskomitees des Yalta International Economique Forum eines Wirtschaftsforums auf der Krim, das von der russischen Regierung gefördert wird. Laut Angaben der Veranstalter sind auch zwei hochrangige Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB Teil des Gremiums. Frohnmeier war 2016 erstmals auf der Krim, gemeinsam mit dem damaligen AfD-Nordrhein-Westfalen-Landesvorsitzenden Markus Prezell. Dieser räumte später ein, eine russische Stiftung habe die Reise-Übernachtungs- und Aufenthaltskosten übernommen. 2018 weilte Frohnmeier ein weiteres Mal auf der annektierten Halbinsel, um am Yalta International Economique Forum teilzunehmen. Laut Experten dient das Forum dazu, die widerrechtliche Annexion der Krim zu normalisieren. Spionage und Brandstiftung. Frohnmeier war wegen seines politischen Engagements schon mehrfach in die Kritik geraten. Besonders seine engen Verbindungen zu Verdächtigen in Spionage- und Terrorfällen warfen Fragen auf, etwa zum polnischen Spionagefall.